Ich habe mir lange überlegt, ob es Sinn ergibt, dies öffentlich zu erzählen, weil ich der Meinung bin, eigentlich sollte ich so private Family Stories nicht so straight up öffentlich erzählen. Aber weil es so dumm war und es mich so aggressiv gemacht hat, erzähle ich euch mal, wie das manchmal bei uns in der Familie abläuft. Faktencheck, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich komme aus der deutschesten deutschen Familie. Der es von Anfang an unnormal war, dass ich kein Fleisch essen wollte. Mittlerweile bin ich seit 10 Jahren Vegetarierin und ich binde das niemandem auf die Fresse oder so. Wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Essen von meiner Familie, dann hat meine Mom immer geklärt, dass halt gefragt, ob noch irgendwas da ist ohne Fleisch oder ich habe einfach vorgegessen, dass ich vor Ort nichts essen muss. Mir ist es scheißegal, da muss ich niemand irgendwie um mich richten. Ich kann davor essen, alles chillig, billig, ihr müsst mir keinen Salat machen. Diesen Sommer haben wir uns mit Verwandten getroffen bei meinen Eltern, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die irgendwie eine ein bisschen surreale Wahrnehmung der Welt haben. Ich habe das Gesprächsthema vegetarisch nicht angesprochen. Die haben gesagt, ganz stolz, ja, sie sind ja vegetarisch. Und da habe ich gesagt, hey, finde ich cool, Respekt. Ich bin nicht mal weiter drauf eingegangen, ich wollte keine Erklärung. Dann wurde noch kurz erwähnt, dass man halt alles mit Schmalz anbrät. Ich so, ja, aber Schmalz ist ja auch Schweineschmalz. Ja, aber das schmeckt halt besser, alles andere schmeckt ja nicht. Wo sind eure Geschmacksknospen? Aber okay, eure Entscheidung, nicht weiter rumgefragt. Und dann hieß es plötzlich, ja, die Vegetarier sind ja die wirklichen Umweltschänder. Wie kommen wir jetzt darauf? Wir sind ja viel schlimmer mit unserem Soja. Ist jeder Vegetarier Soja? Alle Vegetarier, Veganer brauchen Ersatzprodukte. Hey, ich bin so ein, ich brauch sowas nicht. Ich mach nur so ab und zu, wenn ich Bock drauf habe. Aber eigentlich finde ich Gemüse viel geiler. Ja, habe ich dann erstmal erklärt, Faktencheck, Soja, wie viel für Tiere drauf geht und wie viel direkt eingenommen wird von Vegetariern, Veganern, wurde nicht zugehört. Nein, das ist eine Lüge. Fakten sind falsch. Dann habe ich nochmal gesagt, aber es ist ja eh jedem das Seine. Nein, weil Vegetarier und Veganer stellen sich als etwas Besseres dar und sagen, sie sind so toll, obwohl sie einfach scheiße sind. Sorry, not sorry, sonst wollt ihr mich irgendwie noch direkt angreifen? Habe ich gesagt, hey, das kann jeder selber entscheiden, dann esst ihr das halt nicht. Leute, ich wollte keinen Stress von meiner Family. Meine Mama hat mich schon angeguckt und hat gesagt, Nicole, weil die wusste, dass ich eskalieren kann. Ich habe die Fakten, die anscheinend nicht. Es ging weiter und es wurde immer toxischer. Ja, und außerdem merken das der Vegetarier gar nicht, wenn man ihm Fleisch unterjubelt. Excuse me? Doch? Ich so, ja, wie meinst du das? Ja, die Frau von meinem Sohn war letztens da und die isst auch kein Fleisch und die hat auch nicht gemerkt, dass die Suppe mit Rinderbrühe war. Excuse me? Wenn sie dir davor sagt, sie will kein Fleisch essen, du jubelst ihr das unter? Habe ich gesagt, finde ich nicht so cool. Sag ihr halt, das ist mit Rinderbrühe, dann wird sie es nicht essen, wenn sie es nicht will. Dann hat sie noch die Entscheidung darüber. Ja, das fällt ihr ja eh nicht auf, mit Gemüsebrühe schmeckt Suppe nicht. Ich werde bei denen jetzt eh nie wieder was essen, glaube ich. Dann habe ich gesagt, okay, aber wenn jemand dagegen allergisch wäre, wird darauf geachtet. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das nicht essen, dann ist es scheißegal, dann jubelt man das unter. Da hat sie Pech gehabt. Es wird schlimmer. Part 2.